Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harder Super Mario Bros. Wii. Wir sind in der achten Welt, in der finalen Welt. Das heißt, das hier ist zumindest, ja, eigentlich der vorletzte Part. Halt, stopp. Ja, also eigentlich, ne? Aber wir werden ja die neunte Welt auch noch machen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt sterben. Okay, let's go. Oh mein Gott. Okay, let's go. Nochmal. Also, falls ihr im Hintergrund übrigens was hört, liegt das daran, dass meine Freundin gerade zusammenräumt. Ja, und deshalb hört ihr da vielleicht im Hintergrund was. Du. Nein! Oh Mann! Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Warte mal, nicht nach oben steigen. Lava! Okay, wunderbar. Wie sieht's jetzt aus? Komm schon, du blöde Lavafontäne. Kannst du bitte runtergehen? Okay. Okay. Oh, dieser blöde Pilz, ne? Dieser blöde Pilz. Nein! Verdammt! Verdammt! Okay, die Starcoin haben wir verpasst, aber wir haben immerhin mal. Wir haben immerhin mal die Halbzeitflagge. Toll, wow, thanks. Gehst du nach oben? Ja, du gehst nach oben. Nein! Du Drecksding. So, warte mal, was ist denn, wenn wir hier früh genug abspringen? Wenn wir hier früh genug abspringen. Okay. Okay, dann gehen wir einfach hier ein Stückchen weiter. Keine Ahnung. Was zum. Okay, was zum Teufel. Okay, kein Plan, Diggi. Keinen Plan, Diggi. Ich verpiesel mich lieber einfach. Ich scheiße auf die Starcoins. Alter, alter, alter. Ah, geh mal aus dem Weg, bitte. Oh, Bro! Haha, guck mal einer an. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, dass da eine Starcoin war. Okay. Let's go. Ihr zieht euch bitte ein. Und hier jump ich drüber. Und hier geht's. Oh Gott, das bewegt sich ja nach drüben. Warte, 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 warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Alter. Das ist heftig. Das ist heftig. Sehr heftig. Okay. Nein, 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 nein. Lass mich rüber, lass mich rüber. Alter, what the hell? Hä? Wie soll ich denn hier rechtzeitig nach drüben kommen? Hä, diese Giftwolken, die holen mich ja komplett ein. What the fuck? Oh, 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 oh. Okay. Okay, wow, 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 wait. Wow, 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 wait. Ich muss hier groß sein. Willst du mich komplett verarschen? Ja, genau. Ja, genau. Alles klar, Diggi. Okay, jetzt bitte hier vorm Ziel nicht mehr verrecken. Vielen Dank. Oh, was ein Level. Okay, die achte Welt fängt schon mal gut an. Also das ist nicht mehr so easy peasy wie die Level sonst bisher. Na, mal schauen, was das zweite Level hier so für uns bereithält. Ist ja höchstwahrscheinlich irgendein Höhlenlevel. Allerdings hat das ja auch ein Secret Exit normalerweise da nach oben hin. Mal schauen. Mal schauen, was dieser Secret Exit hier auch noch für uns bereithält. Ob wir diesen Secret. Wow. Okay, let's go. Wir haben auf jeden Fall wieder diese schnell drehenden Dinger hier. Das ist gar nicht geil, finde ich jetzt mal. Und dann hoffen wir einfach mal. Oh, wow, es gibt wieder mal One-Ups. Das ist ja nett. Okay. Das geile Höhlentheme, ich feiere das voll. Ich mag das Höhlentheme unnormal gern. Aber bisher ist ja hier noch alles okay. Also es bewegt sich alles halt relativ gechillt. What the fuck? Okay. Okay. Etwas verglitscht hier alles. Nein, das wollte ich eigentlich so gar nicht. Aber warte mal, doch, das wollte ich so. Okay. Einmal kurz einen Pilz, den wir hier bestimmt so rausdroppen können. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Den Pilz haben wir schon mal. Und die Starcoin da vorne ist auch nicht
schwer gewesen. Okay, 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 okay. Na gut, das ist ja schon mal relativ gechillt und immerhin haben wir schon mal halt zur Flagge. Alles klar. Alles klar, Digi. Alles klar. Ein Mini-Pilz. Ich weiß nicht, ob das schlau war. Also ich... wahrscheinlich brauchen wir den Mini-Pilz für den Secret Exit oder so. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Aber ich behalte ihn einfach mal, weil... Why not? Okay. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist hier eine tolle Sternmünze. Du dreckiges Level. Du dreckiges Level. Das ist... Nee. Nee. Jetzt ernsthaft. Muss ich jetzt wirklich warten, bis dieser... Wow. Wow. Asozial. Joho. Schau abgeworfen. Nein! Okay, ich habe mir jetzt dieses Mal hier einen Pilz gesnackt. Jo, okay, mit dem Pilz geht's. Also wir uns die Starcoin hier holen. Chillig. Dann versuchen wir es doch einfach mal. Hier ohne Mini-Pilz. Aber eine Sorge habe ich hier. Und zwar... dieses Ding da. Nee, und zwar eine Sorge habe ich. Und zwar, dass wir hier den Mini-Pilz gebraucht hätten. Und ich glaube, so ist es auch. Ich bin mir nicht sicher. Oder geht sich so aus? Ja, es geht sich so aus, okay. Wir haben jetzt zwar nirgendwo bisher den Secret Exit gesehen, aber... okay, mal schauen. Also, ich habe absolut keinen Plan, wo der Secret Exit sein soll. Die Sache ist, den Secret Exit brauchen wir... Oh, wow. Den Secret Exit brauchen wir, weil ansonsten kriegen wir nicht jedes Level freigeschalten. Und ich habe ja versprochen, ich zeige euch jedes Level. Also... Ja... Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal alle normalen Level und zum Schluss können wir uns ja nochmal diesem Secret-Level widmen. Denn nächstes Mal haben wir hier auch 5 Level tatsächlich. Okay, whatever. Machen wir. Machen wir erstmal Welt 8.3, würde ich sagen. Das ist eine relativ angenehme Sache. Hier wieder ein paar One-Ups, endlich wieder. Und diese Lava bereitet mir etwas Sorgen. Weil... Diese Lava one-hitted. Da kannst du nicht einfach mal easy peasy einen Hit kassieren, sondern die Lava hier one-hitted. Komplett gnadenlos. Aber die erste Starcoin, die ging klar. So, was sind das hier eigentlich für Plattformen? Das sind so VIP-Plattformen. Gab's die im Original-Game? Da bin ich mir nicht mal sicher. Also, ich bezweifle das irgendwie, dass es die im Original-Game gab. Okay, da unten war nix. Ja, okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Well, oh mein Gott. Was ist das hier bitte für eine Kacke? Okay, hier können wir einfach gechillt rückwärts laufen. Okay, 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 okay. Das Level ist wieder etwas gechillter. Okay, sehr schön. Das hier, oh, damn. Was zum Teufel, Alter? Was ist mit den Münzen hier los? Ey, Bro, verschwind mal. Okay, nein, 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 nein. Okay, dieses Mal lasse ich mich nicht so einfach what the fuck? Ah ja, okay, what the hell? Okay. jo. Okay, alles klar. Alles klar, Digi. Okay. Okay. Ja. Oh mein Gott. Holy shit. Okay. 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 Ich glaube, das sollte dann auch geschafft sein. Das Level ging ganz gut klar, würde ich sagen. Sehr schön. 8. Turm. Oder so. Let's go, Kamek. Sonst hast du ja immer nur bei den anderen geholfen zu verzaubern. Jetzt verzauber ich dich. Kamek kriegt jetzt erstmal auf die Phrasen. Und in diesem Turm geht's ja ganz gut ab, wie es aussieht.
Und die erste Sternmünze, die hält sich auch noch in Grenzen. Na gut, ich habe nie was dagegen, wenn die ersten Sternmünzen noch etwas einfacher sind, weil wenn man dann stirbt, ist es wenigstens nicht ganz so eine Qual, die wieder danach zu holen. So, welche von den beiden Seiten nehmen wir jetzt hier am besten? Gut, die Frage hat sich geklärt. Es gibt nämlich nur eine. So. Alles schön hier. Also Kamex Turm, da hatten wir schon schlimmere. Generell, meistens sind die Türme eher zum Chillen da tatsächlich. Also ist mir bisher eigentlich immer so aufgefallen. Bisher sind die Türme eigentlich immer so ein bisschen zum Chillen gewesen. Aber was mir gerade auffällt, kann es sein, dass es keine Halbzeitflagge gibt hier? Irgendwie sieht das sehr verdächtig danach aus. Okay, dann gehen wir hier mal nach oben. Immer wo die Münzen sind, ist es safe. Okay, da oben ist wieder eine Starcoin. Aber wie kommen wir da ran? Hä? Also, hä? Okay, wir haben eine verpasst. Das wäre mir auch wirklich zu einfach gewesen so. Na gut, holen wir uns die Fire Flower und geben Kamek mal aufs Nüsschen. Der Typ, der kam ich mal. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, schönes Battlefield hat er. Hi, es geht. Gut, die bewegen sich schon mal. Also Kamek. Bro, wo kommst du zum Stehen? Da oben. Okay, wunderbar. Einmal haben wir dich. Okay. Ah, okay. Natürlich, er täuscht wieder an. Ja, ja, natürlich. Er täuscht wieder an. Okay, sehr schön. Okay. Oh, shit. Da hat er sich wieder verpieselt. Ja, oh, lol. Oh, lol. Ja, komm schon. Ist das hier Custom? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier Custom ist. Das sieht so Custom-mäßig aus irgendwie. Ja, okay, zweimal. Das sieht so Custom-mäßig aus, ich weiß nicht. Das sieht aber wirklich cool aus. Ich glaube, das war so nicht im originalen Spiel. Coole Sache auf jeden Fall, dass er den Bosskampf ein bisschen geändert hat. Und jetzt kümmern wir uns mal drum, wo dieser Secret Exit war da unten in Welt 8.2. So, also, hier habe ich noch eine Vermutung und genau so ist es. Okay. Boah, okay. Dieser Sprung war ja schon chillig. Jetzt ist die ganz, 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 ganz große Frage. Wo landen wir jetzt hier? Oha, okay. Okay, ganz viele Münzen, aber die Münzen sind mir echt so wurscht. Die sind mir so egal. Also, war es das schon? Ich hätte mir jetzt wirklich was Schwereres erwartet, ehrlich gesagt, für den Secret Exit. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das war. Ich glaube tatsächlich, dass es das war. Ich meine, gut, ich sollte jetzt hier vielleicht nicht verrecken, aber ich habe es geschafft. Okay, sehr schön. Dann fehlt uns jetzt nur noch das Level vom Secret Exit. Und das müssen wir natürlich noch machen. Aber ansonsten sind wir durch den Part hier außer anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut durchgekommen. Ah, gut, ich meine, vorausgesetzt das Level hier, ne? Also, ich will es nicht verschreien. Das Level könnte natürlich äußerst kritisch sein. Also, ich habe definitiv Respekt vor dem Level. Weil es ist ein Level vom Secret Exit und Level vom Secret Exit können tendenziell auch schwerer sein. Ja? Das werden wir jetzt ja gleich herausfinden. Na, okay. Wir riden hier auf diesem tollen pinken Blöckchen. Okay. Soweit, so gut. Jawohl, okay, gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass ich jetzt noch immer meinen Mini-Pilz habe. Na gut. War das eigentlich mal ein Level mit dem, na, ihr wisst schon. Mit diesem komischen Achterbahn-Skelett-Dings? Irgendwie sieht so aus, als wäre das mal so ein Level gewesen. Ich bin mir aber leider gerade nicht mehr sicher. Okay, dann kommen wir jetzt wieder in Richtung Festland. Und vielleicht gibt es hier auch mal eine Halbzeitflagge, aber irgendwie sieht es nicht so aus. Nee. Okay. Und auch diese Blöcke, no chance. No chance, dass wir an diese Blöcke rankommen. Uiuiui, ich sehe da eine Starcoin.
Hui, ja, was? Das war die erste. Ich habe doch keine übersehen. Hey! Okay, let's go. Aber, hä? Als ob hier nur eine Starcoin jetzt war. Kann da oben jetzt aber bitte eine Halbzerflagge kommen. Ich will diesen Teil nicht nochmal. Danke. Danke, wirklich. Ohne Scheiß. Ah, okay. Oh nein, was? 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 Bitte? Bitte? Okay, well. Das könnte äußerst lustig werden. Das könnte äußerst lustig werden. Alleine, weil ich noch immer diesen Mini-Pilz habe. Ja, ja, der macht das definitiv lustig. Ja, okay. Okay, okay, okay. Chillig. Wir holen uns einfach mal die Red Coins. Und ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Deshalb lassen wir es jetzt einfach mal bleiben. Vielleicht hätte es mir irgendeinen Propellerpilz gegeben. Und dieser Propellerpilz hätte mir jetzt dann super geholfen bei der letzten Starcoin. Aber ich weiß es nicht. Und deshalb lasse ich es auch einfach bleiben. Yes. Okay. Sehr schön. Ja. Okay. Und das Spiel laggt übrigens schon wieder, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Das Spiel laggt schon wieder. Und das ist super ätzend. Okay. Ein Pilz. Ein Pilz. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Und du gibst dir wahrscheinlich jetzt Vollgas, oder? Nein, nicht mal. Oder jetzt, jetzt, jetzt? Warte mal, was wäre da oben gewesen? Das da oben hat irgendwie so verdächtig ausgesehen. Hä? Okay. Okay, kein Plan. Kein Plan. Digga, absolut kein Plan, Digga. Aber, da ist das Ziel. Und jetzt warten wir einfach schnell, bis diese Fontäne da weg ist. Na komm, geh weg, du blöde Fontäne. Ja, bitteschön. Na, bitteschön. Wir haben es geschafft. Mit allen Starcoins. Und da das Spiel hier schon wieder leckt wie Sau, kommt es auch gerade gerecht, dass dieser Part zu Ende ist. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und falls ihr ja die letzten drei Parts nicht mehr verpassen wollt, also den letzten Part in Welt 8 und die letzten beiden Parts in Welt 9, dann lasst gerne auch noch ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Friends. Bis dahin und ciao. Danke an meine MVP-Kanalmitglieder Meister Keks, Yoshi, Missy und Homie. Wenn auch ihr hier genannt werden wollt, müsst ihr einfach nur MVP-Kanalmitglied werden.